Troppo poche cose nel primo tempo, una Roma In der senza ersten Hälfte gab movimento, es kaum gute eravamo più Aspekte in piantati. unserem Spiel. Wir haben In uns nicht più, bewegt, standen quando si praktisch gioca still. contro una Wenn man squadra gegen che è in einen piena Gegner spielt, der fiducia, vor Selbstbewusstsein regalare tre strotzt gol dopo und man einen derart nachlässigen Gegentreffer bereits nach wenigen Minuten zulässt, dann ist es natürlich schwierig, noch einen Sieg einzufahren. Zum Glück haben wir in der zweiten Hälfte das gewohnte Rom gesehen. Wir müssen uns aber steigern und konstanter werden. Die Partie gegen Palermo hätten wir dominieren können. Unsere Leistung war in der zweiten Hälfte um einiges besser, aber eben nicht genug. Wir müssen unsere Einstellung verbessern, weil es nun zum zweiten Mal passiert ist, dass wir die erste Halbzeit derart nachlässig angegangen sind. Wegen Francesco Totti. Ich denke, es war besser, dass er nicht von Anfang an gespielt hat, weil die Verletzungsgefahr einfach zu groß ist. Ich bin aber glücklich über Mattia Destro. Er hat getroffen. Genau darum hatte ich ihn gebeten. Während der Partie hat er drei Chancen und eine hat er genutzt.